Einen schönen guten Morgen aus dem Bodetal. Ich bin jetzt von meinem Nachtlager wieder hier rüber gefahren auf diesen Parkplatz auf der Hütte oder an der Hütte und werde heute versuchen, mal zu dieser Rossbachtrappe, heißt das glaube ich, hochzukommen. Also so grob in die Richtung. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und euch das Ganze anschaut. Also bis gleich mal. Ich werde eben noch hier ein bisschen wegräumen. Ja, die Nacht war, wie man vielleicht an den Rädern sehen kann, ein wenig Regen. Und ich kam doch ein bisschen schwerer von dem Platz runter, wo ich über Nacht stand. Aber ich denke mir mal, das wird sich mit der Zeit wieder abfahren. Naja, aber so weit, so gut. Gleich geht's los. Schöner Weg hoch zur Rostrappe auch. Weiter zur Rostrappe und da kreuzt die Downhill-Strecke. Muss man also aufpassen. Und hier geht's naturbelassen schön weiter. Den Weg hoch im Wald. Und hier hat man dann einen schönen Blick auf Thale und sieht sogar da unten den Bulli stehen. Aber herrliche Fernsicht heute. Und angenehme Temperaturen hier in der Sonne. Schon mit T-Shirt. Hier wieder schön diese Steintürmchen, die alle immer aufstapeln. Ich muss jetzt auch wieder einen machen, hatte ich gestern auch gemacht. Und dann geht's weiter hoch. Und hier hätte man doch einen herrlichen Ausblick direkt auf die Seilbahn und Umland. Hier Richtung Sonne kann man dann schön auf so einen Aussichtspunkt hoch. Oben zeige ich dann auch noch mal gleich. Ach, ist das herrlich, wenn man hier hochkommt mit der Sonne. Und dann so eine Aussicht. So, hier das A und O. Ja, jetzt müsste schon die Hälfte auf ungefähr geschafft sein von diesem Rosttrappenweg. Und ist ein sehr schöner Weg. Immer mal wieder Sonnenschatten, das ist heute natürlich sehr angenehm. Heute Morgen hat man so 10 Grad, jetzt schon fast 20. Das tut ganz gut hier im Wald. Kurze Hose und weiter geht's. Da die Stufen ist man jetzt nochmal runtergekommen. Hat hier auch so einen schönen Ausblick auf die Felsen. Und dort hinter den Bäumen ist dann dieser Aussichtspunkt Rosttrappe, wo es jetzt hier nochmal dieses Stück hochgeht. Über diesen schönen steinigen Weg. Ist echt sehr schön zu laufen hier. Hier wieder der Blick ins Tal. Man sieht und hört auch da unten den Fluss schön in der Schlucht. Ich zoome das nochmal runter. Da ist er. Ansonsten herrlich wie immer. Und man hat hier echt alle paar Meter so die Möglichkeit, zu diesen kleinen Punkten zu gehen, wo man dann auch mal in Ruhe schauen kann, ohne dass gleich 1000 Leute sind, auch wenn nach mir schon welche kommen wieder. Und dort ist dann der Hauptaussichtspunkt Rosttrappe, wo man auch zum Hexentanzplatz und sowas rüber schauen kann. Aber landschaftlich ist das echt der Hammer hier. Und hier beginnt der Endspurt. Die Schritte werden schneller und länger, die Augen größer. Und dann geht's hoch. Ach Quatsch, da vorne geht es noch mal ein Stück weiter in die Spitze. Aber egal. Ich schwenke erstmal hier einmal her. Ja, da drüben ist dieser Hexentanzplatz, wo ich gestern war. Sieht auf dem Display jetzt wieder sehr dunkel aus, weil ich gegen das Licht filme. Und mit diesem Schutz auf dem Display, diese Folie, wirkt das immer merkwürdig dunkel.
Aber im Nachhinein sieht es doch immer ganz gut aus. Aber jetzt kommt der finale Punkt. Oh, hier geht's gut runter. Das war's schon wieder mit dem Weg und der Rossbach-Trappe. Ich sitze wieder hier unten am Fluss und muss sagen, der Weg ist sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Leider ist aufgrund dieser Felsrutsche die andere Seite gesperrt gewesen. Dann wäre man noch schön durchs Bodetal zurückgekommen und hätte durch diese Canyon-Schlucht bestimmt noch das ein oder andere gesehen. War jetzt leider nicht möglich. Sicherheit geht vor, wie immer. Daher war es das mit diesem Video. Ich bin von diesen Aussichten begeistert. Es ist auch noch von der Temperatur okay, auch wenn es wieder bewölkt ist. Und werde mich jetzt auf den Weg machen zu meinem nächsten Ziel. Der Tag ist ja gerade erst angebrochen, mehr oder weniger. Und ja, soweit genug. Genug geschwafelt. Macht's gut, euer Markus.